Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Bisa-Fan-TV. Mensch. Nein, nach dem kleinen Bisa-Samen natürlich. Der treibt sich nämlich ja auch irgendwo rum und hat mir gerade geschrieben. Der ist, glaube ich, bei der Team Rot Lounge. Deswegen laufen wir da mal rüber. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob das die richtige Richtung ist. Aber wenn wir den jetzt sehen, halten wir da mal drauf. Nehmen den in die Mangel, machen gleich Interview und dann kommt das alles auf den Kanal. Der ist ja meistens immer, zeigt er sich nicht. Und heute haben wir den live in Farbe dabei, meine ich. Also weiter geht's, die Suche beginnt. Und das nächste Shiny dabei, Shiny Nebulak. Hast du die Boden auch? Jetzt haben wir eigentlich gerade gewartet auf den Herrn Bisa-Fan TV, aber ein Shiny Nebulak zum Mitnehmen. Der läuft in unsere Richtung, hat er gesagt, aber im Endeffekt läuft er jetzt da oben lang und läuft dann an uns vorbei. Und dann war's das. Bäm, neben den Kreis geworfen, so muss man es machen. Und als nächstes gibt es dann wahrscheinlich Fotos bei der Aufgabe. Das letzte Boden-Pokémon haben wir nämlich auch gefangen. War ein Raupi, wurde ich gerade darauf hingewiesen. Drücken wir mal kurz durch, wenn wir einmal das Zeug anhaben. So, wo stehen die jetzt wieder? Hier drüben. Das seht ihr, ach so, das müssen wir auch noch alles abholen. Was habt ihr denn hier oben? Wir gucken nur mal rein. Ein Nidoking, ein wildes Nidoking. Richtig genial. Ein Magnezone, letztens haben wir es noch entwickelt. Jetzt gibt es das hier hinterhergeschmissen. Richtig genial. Also das ist cool, da kann man nichts sagen. Ein Meditalis. Gibt es ja an sich auch als Shiny, aber sicherlich nicht aus der Quest. Ein Xerox, rot. Richtig genial. Ihr wisst ja, das Shiny ist ein grünes natürlich. Haben wir auch schon entwickelt, hochgezogen. Ein wildes Milotic erscheint. Hat der Ismo vorhin ja auch schon angeteasert. Jetzt können wir das aber noch einlösen, die Belohnungen. 5 goldene Bären, Rauch gibt es natürlich und super Brutmaschinen. Und Pupsi hat schon die nächsten Aufgaben vorgelesen. Wir haben es jetzt auch nochmal da. 3 Inkognito fangen. Von den verschiedenen Pokémon immer Schnappschüsse in den jeweiligen Lebensgebieten machen. Rockitere, Boat Lake, Mysterious Woods, Steel Factory. Wir wollten eh nochmal in die Steel Factory und wahrscheinlich brauchen wir jetzt wieder 10 Stunden, um die alle zu finden. Aber es gibt jedes Mal 5000 Staub, das ist cool. Und am Ende auch einen Sinostein, den nehmen wir natürlich gerne mit. Jetzt suchen wir aber erstmal Bisa-Fan TV. Wir machen so, wir sind jetzt hier beim Go-Fest, dann so, oh, kommt da denn so halt, ne? So, und wir sind jetzt beim Go-Fest, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Und ganz zufällig sieht man ja immer bekannte Leute und vielleicht sehen wir ja heute auch jemand Bekanntes. Wir gucken mal so in die Menge. Ja, den kennen wir ja schon. Und da drüben, da läuft auch jemand. Und da sind noch mehr. Nee, da sind keine mehr. Gucken uns mal den Typ hier an. Guten Tag. Oh, hi. Ach, ist es nicht Bisa-Fan TV? Der spielt doch auch. Bisa-Fan TV. Hey. Guten Tag. Monsieur, hier. Hi. So, hier ist Ismo, kennst du doch auch. Ne? Der kommentiert doch immer meine Videos. Ja, genau. Und der auch. Das sind meine einzigsten 2 Abonnenten. Ja. Sehr schön. Ich wollte eigentlich ein Shiny haben, aber hat nicht funktioniert irgendwie. Kennt ihr auch Bisa-Fan TV? Schreibt es mal in die Kommentare. Natürlich. Wolltet ihr auch ein Shiny haben, schreibt es auch mal rein. Schreibt es auf jeden Fall mal rein, ja. Und gebt auf jeden Fall dem Video einen fetten Daumen nach oben schon mal. No, mega fetten Daumen. Macht einen Elbow-Drop, macht den People's Elbow von The Walk auf den Like-Button. Macht den People's Elbow. Nimmt einfach hier... Rock Bottom. Nimmt den Armschutz ab und macht den People's Elbow auf den Like-Button. Sonst kommen wir mit dem Stone Cold Stunner. Genau. Das wollt ihr bestimmt nicht haben. Hast du heute schon was gegessen? Ich habe heute nichts gegessen. Was? Ich habe tatsächlich nicht vor, hier Toll. Was zu essen. Warum? Essen muss man doch. Essen ist gesund. Komm. Ja, ich wollte eigentlich hier nachts essen dann, also nach dem Go-Fest. Weil Essen, das Problem ist halt, wenn du jetzt was isst halt, ja. Musst du wieder auf die Toilette gehen, gerade für Spielen halt. Ne? Also, das Problem ist es halt, dass es überall diese Bierbuden gibt. Also. Ja. Das finde ich halt ein bisschen unverantwortlich halt. Da muss man auch immer zu pinkeln, selbst wenn man nur vorbeiläuft. Ne? Kommt schon der Druck hoch, also ihr kauft ja, nichts, ihr seht das nur und schon. Oh, jetzt muss ich aber, wenn ich sehe, da gibt es Bier oder so. Ja. Hast du denn schon was Tolles gefangen heute? Ich habe 2 shiny Pokémon heute schon gefangen. Welche? Das verrät er nicht, erst in seinem Video, dann okay. Übers Go-Fest. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Oder du sagst mir das jetzt, weil das Video kommt eh nach deinem. Weil ich brauche immer länger und dann wisst ihr das schon und ich weiß es dann jetzt auch gleich. Ja, ich werde es auf jeden Fall anders sagen. Hinter der Kamera, im Backstage-Bereich. Hinter der Kamera, im Backstage-Bereich. Bei der WWE, im Backstage-Bereich. Und ich habe noch andere Informationen, kriegt ihr auch noch von mir. Aber die sind top secret, die müsst ihr abchecken auf meinem Kanal, Bisa-Fan TV. Also ich kann nur so viel sagen, ich habe gerade einen Shiny Nebula gefangen, aber das habt ihr ja vorher schon gesehen. Ja.
Und dort ist immer noch das Pikachu Meet and Greet, das geht jetzt dreiviertel auch los. Bist du da auch am Start? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Das ist das erste Mal hier, glaube ich. Na, da kommt so ein großes Plüsch-Pikachu raus, steht dann dort. 15 Minuten, darf sich nicht bewegen, nicht reden, richtig brutal. Also und die ganzen Leute gehen hin, stellen sich daneben und werden dann mit dem Ding fotografiert. Also wenn ich lange Schlange da sehe, habe ich glaube ich keine Motivation, mich da anzustellen, so ein Pikachu zu gehen. Also ja, aber wir können ja einfach gegen die Absperrung laufen, dann fällt die um und dann sind wir drin, weil wir sind die Wrestler hier. Das wäre auf jeden Fall ein guter Lifehack, Lifehack, genau, Lifehacks sind immer gut. Lifehack ist immer gut, ja. Lifehack. So, ich muss jetzt trotzdem mal die Kamera ausmachen, weil sonst habe ich keinen Akku mehr, nur noch 13 Minuten für die restlichen Quests. Ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich. Wir laufen uns bestimmt jetzt noch öfter über den Weg. Vielleicht sieht man sich bei anderen Veranstaltungen ganz mal. Genau. Abonniert seinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aber wahrscheinlich alle, die das gucken, kennen ihn schon eher und haben ihn auf dem Schirm. Find's immer schön, wenn er mich mal erwähnt und auch sagt, dass ich korrekt bin. Ihr seht, bin ich ja eigentlich nicht, aber er sagt's halt immer. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses! Alle durcheinander gut. Guckt euch das an, Massentierhaltung auf engstem Raum, die können sich kaum bewegen, keine Beinfreiheit. Sowas sieht man sonst nur, wenn der Ramses aus der Wanne kommt, so hin und her watscheln, wie ein Sumo-Ringer. Aber richtig genial, da könnt ihr jetzt hin, könnt Fotos machen und dann fliegen die Haare weg. Richtig, was ist denn das? Shiny Nebula. Vergesst die Drecksdinger da hinten, Shiny Nebula, schreibt sie in die Kommentare, was auch immer. Ihr seht, wir haben einen neuen Führer gefunden, der Bisa Fan, ne? Der führt uns hier durch die Gegend und da seht ihr die Völkerwanderung Deluxe, das ist ja mal hier richtig. Ne? Und ihr seht hier, weil hier so viele Leute sind, Gruppenkuscheln. Ist hier kein Internet, richtig? Es funktioniert gar nicht. Ja, das liegt an deinem Handy. Nee, das liegt, okay, jetzt aber. So, jetzt geht's. Das hier ist im Westfalenpark der schlimmste Bereich, aber man muss hier hingehen für die Spezialforschung. Weil man hier ein Foto machen muss. Ja, muss ich auch noch machen. Der Akku ist gleich leer. Aber Pupsi hat noch einen Shiny Magnetilo gefangen. Ich muss mal wieder ausmachen hier. Da. Tropius und Illumise, such mal. Wir müssen noch ein Stückchen. So, wir sind jetzt eigentlich im Rocky-Terrain. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir ein Foto vom Nidoran machen können. Von dem männlichen. Wir nehmen einfach mal das Shiny hier, was der Iswo uns gegeben hat, deswegen hat er jetzt selber gar keins mehr. Und wir halten das mal hier hin. Ja, da sitzt es auf dem Weg. Jetzt machen wir das Foto, gehen zurück. Da muss dieses eine Punkt. Da ist das Krakilo oder wie das heißt. Das ist richtig. Auf jeden Fall seht ihr hier unten, Schnappschuss, hat gezählt. Wir fangen das, gehen weiter zum nächsten und machen das nächste Foto. So, jetzt sind wir in den Mysterious Woods, die man gar nicht sieht. Aber es müsste trotzdem gehen, wenn wir jetzt hier einmal das Sichlor fotografieren und einmal das Meditie. Wir probieren es einfach mal aus. Machen hier mal eins, gehen zurück. Das sehen wir ein Palimpalim auf dem Foto. Das lassen wir mal kurz liegen und wählen gleich das Meditie hinterher. Nehmen wir auch ein Shiny, ein anderes haben wir nämlich nicht mehr. Irgendwie sind die alle fort. Ich muss jetzt Akku sparen, noch 8 Minuten. Das wird sonst nichts mehr mit der Auflösung. Dann nehmen wir das noch mit. Da kommt ein, nochmal ein Palimpalim hinterher. Ihr seht hier auch gelöst, die nächsten zwei. Fehlt nur noch Steel Factory und Boat Lake. Das nehmen wir jetzt noch mit und dann melde ich mich wieder zurück. Und das nächste Shiny ist da Shiny Pinsir. Ist ja jetzt gar nicht so krass, hat ja der Kollege eben geklickert nebenbei. Ich laufe einfach mal hier gerade weiter runter. Das tüten wir jetzt natürlich auch ein. Wir müssen immer noch gucken. Zwei Fotos brauchen wir ja noch. Einfach fabelhaft. Was ist da los? Okay, so kann man es auch machen, ohne viel Mühe. Ich habe mein GoPlus natürlich zu Hause gelassen. Also eigentlich ist es im Rucksack. Aber ich wollte alles per Hand andrücken, dass einem auch nichts entgeht. So drückt man nur, flieht, drückt, flieht, drückt, flieht und das den ganzen Tag.
Macht ihr das auch so? Dann schreibt es mal in die Kommentare. So, wir sind schon wieder am Boat Lake angekommen und wir müssen noch ein Foto von Barschwamm machen. Das machen wir jetzt direkt. Und hier ist alles nass. Der Vulkan ist nämlich gerade ausgebrochen. Hat alles voll gespritzt. Ihr seht hier Barschwamm. Wir setzen ihn mal auf den Stein, gehen mal zurück und was erscheint jetzt? Ein Pummelhof! Das drücken wir auch mal an. Und hier ist es, da sitzt es, das Foto auch fertig. Ich drehe mich nochmal so rum und mache nochmal den AR-Modus an. Da seht ihr nochmal hier hinter uns, da das Wasser, da sitzt das Pummelhof rum, da ist der Vulkan. Und das letzte Foto machen wir noch und dann holen wir die Belohnungen ab. Und das nächste Shiny, Nidoran natürlich, eben habe ich noch gesagt, Evoli wäre ja wichtiger, aber Nidoran ist cooler und da ist es auch schon. Nummer 3, jetzt haben wir die Familie also auch komplett. Ich kann es mal hier auf dem Weg zeigen, das hängt jetzt hier drüben rum an meinem Arm. Wir fangen es aber mal ohne, machen es schnell wieder aus, denn wir müssen die Aufgabe noch fertig machen und den Abschluss noch filmen und alles. Als bis gleich. So, da ist wohl noch was geklickert, ne? Gerade hat man es von Nidoran, halt's mal rein. Hier noch ein Nidoran, Shiny. Geklickert, männlich, und was hat der Ramses? Ein Shiny Blumenkranz Pikachu noch mitgenommen. Das fangen wir jetzt aber mal live. Na scheiß mal, ob das noch ausreicht für die restlichen Aufgaben. Hauptsache das Pikachu ist dabei. So, jetzt drehen wir den hässlichen Ball. Und der fliegt wieder rum wie sonst was. Und wir haben es hoffentlich im Sack. Noch 4 Minuten Aufnahme. Langsam wird es kritisch. Wir müssen noch die Aufgabe abschließen. 1, 2, 3, da ist es drin. Shiny Pikachu mit Blumenkranz. Das zweite jetzt für den dicken Ramses. Da seht ihr es nochmal. Richtig krass. Bisaflor heißt es dann. Richtig genial. Nur weil du dabei bist. Sag mal Bisaflor, das sagst du doch immer so. Bisa! Bisaflor! Boah, im Video klingt das immer brutaler. Bisaflor! Da war's doch. Da haben wir nicht zurück. Und das nächste Shiny in der Steel Factory, ein Flunkiefer, das nehmen wir jetzt auch noch mit. Und hier können wir auch gleich das Foto machen. Ihr seht es nochmal, wie wir hier rumstehen. Hier können wir nämlich gleich das Foto machen vom Magnetilo beim 64 WP. Das lohnt sich ja gar nicht. Aber Flunkiefer immer richtig genial. Was habe ich damals 1000 Raids davon gemacht und nichts bekommen. Und dann plötzlich Shiny Flunkieferjagd. Ein paar Videos danach ist es passiert. Flunkiefer da, Shiny. Seitdem kommen die immer zu. Ihr seht, das nächste, jetzt habe ich glaube ich schon 3 zum Tauschen oder so. Wir müssen schnell noch ein Magnetilo holen und ein Foto davon machen. So, dann können wir nämlich die Aufgabe abschließen und die Belohnungen abholen. Was ist da aufgetaucht? So, da gehen wir zurück. Ein Bronzong bestimmt. Genau, ein Bronzong nämlich als Belohnung für das Foto, also als Fotobomb ein Bronzong. Ich hoffe, das bleibt fix drin. 2 Minuten Akku, das wird spannend und der Ball fliegt und trifft nichts, aber es bleibt trotzdem drin. So, das sind nämlich die Lifehacks, die müsst ihr anwenden. Immer daneben schießen und drin bleiben, da geht es schneller. Jetzt holen wir schnell noch die Aufgaben ab, also die Belohnungen. Ach, ihr wisst schon, gleich hier, das 1, 2, 3, 4, das müsste schon Pokémon fangen. 6. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Wir fangen jetzt gleich hier das Mystische 5, 6, 7, 8, 9, hier noch, zack. Sinostein, bam, abgeschlossen, schnell durchgedrückt. Red irgendwas. Bruder, nee, jetzt beruhig dich. Das Pokémon hier. Und wir haben nichts. Guck, 4 von 5. Muss die EP abholen. Belohnung abholen, Belohnung abholen. 2019 EP, Belohnung abholen, nochmal Belohnung abholen. Dann habt ihr hier Jirachi-Bonbons. Goldene Himbeeren, ein Dings, das holen wir auch ab und jetzt haben wir gleich die 5 von 5. Du hast die Bonbons vorhin in Jirachi bekommen, das ist ein Fehler. Nein, das ist kein Fehler, ich habe doch schon eins. Du hast schon Jirachi, die hier, dann ist alles richtig. Von Dings. Und jetzt haben wir noch, tausche gegen 3 Pokémon, die aus mindestens 100 Kilometer Entfernung stammen. Brüde, oh Alter, brüde 5 Eier aus. Ich kann noch nicht so weit laufen und mach 3 Schnappschüsse von Jirachi. Dann gehen wir mal fix rein, machen wenigstens noch die Schnappschüsse von Jirachi, brühen Bonbons da noch aus. Ist ja auch billig, oder? Wenn man hier steht und macht einfach 1. Zählt das so? Oder ist doch die ganze Familie aufgetaucht gerade? Hey, vor allem steht es schon als 2 dort. Ich habe doch nur ein Foto gemacht. Ach, ist das alles hektisch jetzt gerade. Wir machen einfach noch eins hinterher. Wir können Jirachi-Vergleich machen, wer es besser hat. Da, den Akku wechseln. Ich hab's gewusst. Da steht's. Schnell zurück. Und wir haben, das holen wir noch schnell ab. Ich sehe es schon, gleich ist es weg, gleich ist es weg.
Den Rest muss ich so machen, Eier ausbrüten, Belohnungen abholen. Ihr seht's da, 3 Raid-Pässe, 3 Sternstücke, 5000 Staub, 5 goldene Bären und nochmal 20 Chirachi-Bonbons. Und was wir noch sonst fangen an Shinies. 4 Stunden haben wir noch. Hol mal dann, schneid mal rein. Nochmal Grüße an Danny, ne, der hier hinter mir ist. Geht auf seinen Kanal, BisaFanTV. Abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Guckt bei mir mal ein bisschen rein. Guckt mal beim Iswo ein bisschen rein. Iswo, der Rapper, der gute Junge mit Herz. Verrückte Musik und alles andere. Abonniert Pupsi, die hat gar keinen Kanal, ist auch nicht mehr da, okay. Das war's von mir, von meiner Seite aus und von uns allen. Und deswegen, tschüss, peace out, vorhaut, euer Ramses. Euer Ramses. 4 schnell, zeig mal her, shiny Krabbi, richtig genial, der gute Danny, los, fangs, go, 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 wir sind live dabei, der Endspurt, der Akku, alles ist rot, eigentlich ist schon aus, das ist das Outro, guter Wurf, wir gucken nochmal, 1, 2, und wir haben das beste shiny gefangen, bam, das man auf dem GoFest auf jeden Fall fangen kann, shiny Krabbi, Leute, Krabbi, das gibt einen Krabbi, fetten Daumen, ne? Und schreibt es mal in die Kommentare, habt ihr auch Shiny Krabbi? Also gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Leute. Gebt auf jeden Fall dem Video einen fetten Daumen nach oben. Macht den Elbow Drop, macht die Ellbogen frei. Macht einen Elbow Drop auf den Like-Button, Leute. Elbow Drop auf den Like-Button.